auf deinen Rücken auf. Jupp. Nein, ich muss nachladen. Ist er tot? Nein. Ah. Nun, Alter. Alter, Verwalter. Muss man alles händisch machen hier. Penner. Heil dich mal. Ja. Alter, du bist ganz schön rot. Also ich guck jetzt nach links, wenn wir fertig sind, quasi zur 3 und du guckst zur 1, okay? Ja. Wenn dann wieder die Viecher kommen. Ach ja, wir sind solche Puzzle-Experten. Nein? Doch. Kommt jemand? Ich weiß nicht. Wir sehen niemanden? Nee. Natürlich kommen die, aber die kommen erst, wenn wir an der 3 stehen, nämlich. Ja. Achso, ja doch, hier. Die Schweine. So, runter damit! Okay. Wow. Ah, da. Wow. Die kommen nur von einer Seite irgendwie. Tatsächlich. Stirb doch mal. So. Ja. Okay. Munition und Munition. Okay, cool. Verriegelt. Okay, jetzt musst du da rechts ran oder links ran und dann müssen wir einfach halten. Partner wartet am Schalter, sagt er. What? Achtung! Was, wo? Wo ist das hin? Ach, hier oben. Hey, wir haben Saft. Der Übergang hat sich gerade geöffnet. Der hat wieder Gelee fallen lassen. Rosen, Locks, Sie bleiben hier. Isaac Carver, wir treffen uns an der Spitze. Alles klar. Wo ist denn das Gelee? Wo ist das Gelee? Gib mir mein Gelee! Gel, ich hab's Gel. Ich hab auch Gel. Ist hier noch mal welches? Jop. Nein, für mich nicht. Echt nicht? Nee. Oh, ihr bist ja bekloppt mit dem. Oh, was ist hier? Was? Hier? So. Keine Ahnung, was das war. Ich hab's einfach mal aufgenommen. Okay. Jetzt sollen wir. Wo? Hier? Wieder zurück? Nee, Quatsch, das ist gar nicht zurück. Hier links. Ja, in den Aufzug. Jetzt ist er endlich offen. Der ganz nach oben fährt, hat er ja gesagt, ne? Ich hab dem Mann nicht zugehört. Mann, das ist unser Captain! Das interessiert mich ein feuchten Kehricht? Richtig. Mann, ey! Nein! Ach, du musst direkt davor stehen. Wir warten hier und warten. Nee, und warten. Das war jetzt gar nicht. Das war einfach nur. Ja, oder? Standst du zu weit weg? Ich weiß es nicht. Ich finde deine Rüstung voll toll. Ich finde deine cooler. Deine ist so badass. Ja, aber deine ist. Ich bin der Hero. Du fällst mir bestimmt irgendwann. In den Rücken? Psst. Die töte ich. Hi. Entschuldigung. Erzähl jetzt bitte nicht. Oh, Ellie, Baby. Hat die keine Augen? Doch, es sind ihre Lider, die ist komisch geschminkt. So Sturm zu sterben. So Nuttenschminke. Ist er das? Ja, das ist er. Isaac Clark, es ist mir ein Vergnügen. Austin Buckle, Marco Ops. Sie guckt nie so blöd. Und das hier ist Jennifer Santos, unsere kleine Lady mit dem großen Grips. Wenn sie wirklich das Markerscript dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, danke, dass du gekommen bist. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich habe dir so viel zu erzählen. Okay, wir müssen gestern war ich Schuhe kaufen. Nein, noch nicht. Und dann. Wir müssen den Marker stellen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Markersymbole geschrieben. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das Übersetzen. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckle, du Santos. Und los! Kümmer du dich um deine Crew. Die braucht dich mehr als ich. Bam ins Gesicht. Fett Arsch. Ich nicht, ja. Oh, ich freue mich drauf, wenn wir das mal betrunken spielen. Was? Was? Textlog. Nein! Lies mal vor, du bist dran. Wie muss ich? Wie drücke ich? Ich habe das aufgenommen. Tabulator. So. Ja. Und jetzt?
Inventar. Da ganz unten das Ding. Standard Upgrade. Nee. Wie kommt mir was? Tabulator. Und dann? Bei mir ist da nichts. Textlogs. Persönliches Log. Ellie Langford, bestimmt, ne? Ja. Das System ist extrem weit entfernt, jenseits aller Siedlung. Es war immens riskant, blind hineinzufliegen, aber wir hatten... Oh, da war wieder ein Komma und kein Punkt. Aber wir hatten keine andere Wahl. Wenn wir diese Marker-Epidemie stoppen wollen, müssen wir ihren Signalen folgen. Wir müssen die Quelle finden. Santos hat eine Schockbarke abgesetzt, damit die Eudora heißt ja das Schiff, uns folgen kann. Und wir fliegen jetzt auf einen Trümmerhaufen im Orbit zu. Möglicherweise die Überreste einer alten Flotte. Während wir uns zu Aufklärungszwecken näherten, wurde unser Schiff von automatisierten Minen attackiert. Wir flogen direkt in das Trümmerfeld und konnten ein halbwegs intaktes Schiff, die CMS Roanoke, bergen. Sie hat keine Energie mehr, aber in ihrem Inneren befindet sich noch Luft. Ich habe Buckel ein Schrapnellstück, herausoperiert und konnte seinen Zustand stabilisieren. Wie viel muss ich denn hier noch lesen? Nachdem wir einen Notsender abgesetzt hatten, ging ich mit Santos los, das Schiff zu erkunden. Wir fanden heraus, dass man, ich kann die Schrift kaum lesen, dass man den Admiral in ihrem Quartier eingesperrt hatte, da sie offensichtlich wahnsinnig geworden war. Oh, das ist ungefähr nochmal so viel. Ich höre jetzt auf einfach. Das ist uninteressant. Das ist fast wie dein Schuhe kaufen im Grunde genommen. Mein Schuhe kaufen, das wollte Ellie uns erzählen. Achso. Nee, okay, ich gucke nochmal, ob da irgendwas Interessantes steht und dann. Ja. Also im Endeffekt ist das einfach nur Lore, ne? Info. Bla bla bla. Ja, so ziemlich. Feuerrate! Ja, aber das bringt doch nichts, oder? Entdeckten wir. Ach komm, ich kenne nur einen Mann, der das entziffern könnte. Ich hoffe nur, dass Robert ihn findet und der Schockbarke wie geplant folgt. Okay, das bin ich dann. Also wir. Quasi du. Du bist nur Statist, quasi. Ich bin Brad Pitt und du bist nur irgendjemand, der im Hintergrund rumlatscht. Wer so Angelina Jolie. Hallöchen. Na? So, ich werde mich jetzt, glaube ich, nicht länger... Ach, guck mal einer an. So, Ach so, Guck, aus den Sachen, die wir aufgenommen haben, wie zum Beispiel Altmetall, kann man Munition herstellen. Das ist nämlich das, was ich bei Dead Space 1 angemerkelt habe. Und zwar konnte man da Geld aufnehmen und sich im Shop, was dann so ziemlich wie so eine Werkbank daneben stand, konnte man sich eben Munition kaufen und so weiter, was ziemlich dusselig war. Einfach, weil es nicht passte. Ne? Ich kann mir auf so einem Geisterschiff keine Munition kaufen, das wäre Käse. Und hier kann man das aber herstellen, das ist Käse. Ganz cool. Cheese. Du hast übrigens ein Upgrade gekriegt. Keine Erweiterung, untere Toolspitze. Will gar nicht lang. Was ist denn hier? Taxi aus! Präzisionsspitze, Vermittler, okay, Tesla-Kern. Hast du eigentlich schon irgendwo gesehen, dass man so den Anzug upgraden kann? Nee. Okay. Hätte ja auch sein können. Nee, habe ich bis jetzt, also muss ich ehrlich gestehen. Kann ich dir jetzt so nicht viel zu sagen, mein Freund? Nicht so gut. Kommen wir noch. Waffen-Upgrades, da war ich doch gerade, oder? Ja, da war ich doch. Safe. Torkestange? Was ist das da? So. Man muss ich das im Inventar haben, um irgendwie was damit machen zu können, oder kann ich es auch im Safe haben und dann sagt mir das zum Beispiel... Keine Ahnung. Waffe ab. Weißt du überhaupt irgendwas, ey? Ja, Mann, dass ich dich ganz doll lieb hab in meinem Herzen.
Aber nur im Herzen. So nach außen hin ist eher so Hass. Ja, ziemlich. Ich bin fertig. Lass mal wieder runterfahren fertig, hier. Weil es gab für mich gar nichts zu tun. Ja, hier links. Hier rechts. Kann man nichts machen, ne? Hier lag aber noch was rum. Hm? Hier hinten lag noch was rum. Ich weiß nicht, ob du hier alles aufgenommen hast. Ich laufe einfach die ganze Zeit rum und drück E. Man muss ja nichts anderes machen. Genau. Und dann kannst du auch noch was in deinen Safe legen, weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit auf dich warten. Dann. Aber ich muss erst was wegschmeißen, um die Sachen aufzuheben, die 4000 Euro kunstteurer sind. Hast du? Nun. Mann, du hast sogar, jetzt nicht so? Du hast sogar goldene Achilles-Fersenschoner. Gut, ne? Pack, Mann, was, wie sieht denn das bei mir? Ja, Silber, Grau, Schwarz, Päh. Okay. Dann lass mal wieder runter. Aus. Du bist der krasse Badass. Ich bin so ein Öko. Mit so grün leuchtenden Augen. Es tut mir leid. Es passiert im Moment so viel. Also Norden, ja? Das ging ja schnell. Das Ende der Welt steht bevor und du denkst nur an uns? Verdammt richtig. Ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Hey, dafür habe ich bezahlt. Oder findest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Isaac, hier geht's um Leben und Tod. Ohne deine Hilfe sind wir geliefert. Also? Als ob ich eine Wahl hätte. Bist du bereit? Und jetzt? Nein! Kommt schon. Jetzt geht hinter uns die Luke auf. Oder über uns. Oder irgendwie. Ich guck schon gerade die ganze Zeit. Oh mein Gott! Was ist das denn, Fettes? Was? Oh, Scheiße. Waren wir nicht gerade hier, Alter? Ja. Oh. Schieß auf das Orangefarbene. Wenn du irgendwas Orangefarbenes siehst, dann schieß drauf. Okay. Aber ich bin rot, nicht orange. Und hier kann ich gar nicht drauf schießen auf das Ding? Das bringt, glaube ich, nichts. Obwohl... Warte, lass mich mal zurück, ich komme da nicht durch. Ach, warte mal. Hier, nee. Dreh mal. Was? Du sollst oben drehen. Ach so. Oben. Ich glaube, wir müssen das Ding unter... Strom setzen. Achtung. Ja. Wo. Auf das Orangefarbene! Ich versuche das Orangefarbene! Wow. Alles gut. Achso, jetzt wieder das nächste. Ich verstehe. Kann man hier irgendwas einsammeln? Immer zwischendurch noch shoppen ein bisschen. Ja, ein bisschen. Okay. Alter. Dann drehen wir wieder. Ja, jetzt stress mal nicht, das ist ein Horrorspiel. Wenn ich dich erschrecke, bist du echt ein Mädchen. Nee, aber du fuchtelst mir plötzlich mit deiner blauen Linse da vorm Kopf rum. Linse? Okay. Komm raus. Oh nee, da kommt jemand. Kleines, dickes. Au! Mother F! Da kommt noch jemand. Da, das dicke Ding ist da. Was? Wow. Yeah. Ich dachte schon, du meinst mich. Ich decke uns mal den Rücken, ja? Habe ich das jetzt aufgenommen? Ja. Ich renne mal ein bisschen, weil die Musik sagt uns das. Die Musik sagt uns... Oh, ich muss nachladen. Ich treff dich. Achtung! Ich habe mal eben in die Luft geschlagen. Ich muss die andere Waffe nehmen, ey. Das geht gar nicht, das Ding hier. So. Soll ich wieder drehen, da oder? Da kommt einer. Wo? Was? Hast du ihn zertreten? Nee, ich hab Sachen genommen. Muss man die nicht immer zertreten? Nee, später wahrscheinlich. Stehen die nicht wieder auf? Nee, vielleicht eher später. Ja, komm. Komm? Kommt es nicht mehr? Vielleicht nicht. Okay, achso, wir können ja hier einfach jetzt durch. Ich glaube ja. Ich guck nochmal nach hinten, ich guck nach vorne, nichts da. Alles gut. Na, jetzt wird's spaßig, weil, geh mal runter. Partner braucht mehr Platz. Ja, bei mir Fetti. Stand Leiter von Partner blockiert. Fetti.
Ja, bei mir jetzt auch leider von Partnern blockiert. Oh, ich muss mich nochmal anders hinsetzen. Oh nein, das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt. Hier unten geht's ab wie Hulle. Ja, ich merke es. Ich muss, einen kleinen Moment. Ich muss nur das Mikrofon nach oben stellen. Alles klar. Okay. Alles klar. Up above the world so high, like a diamond.